Und damit, Hallöchen Leute, und herzlich willkommen zu World of the Light Part 2. Ja, DC Universe hat ein neues DC für Members rausgekloppt. In einer Woche wahrscheinlich dann auch für die anderen Mitglieder, wenn sie sich das kaufen möchten. Jetzt ist es gerade erstmal für die Legendären rausgekommen, der Frisur ist scheiße und alles ist wieder kacke wie im... Ich trage am besten heute alles so, das sieht besser aus. So, mal sehen, wie sieht es denn in unserer Liga aus? Ich habe die mal ein bisschen geupdatet. Nö, gibt ein paar nette Leute, die uns ein bisschen unterstützen hier. Andere Ligen auch. Und das ist natürlich sehr hilfreich immer für so eine Liga. Denke ich. Boah, meine Haare sitzen heute mega scheiße, er ist ja wirklich krank. Also, War of the Light Part 2. Muss mal kurz gucken, was... Leider können wir davon fast nichts benutzen von dem neuen Zeugs. Das regt mich ein bisschen auf gerade. Also zumindest das, was ich so gesehen habe. So, dann zeig mal her hier, Kollege. Den Tresor. Funke von Parallax. Ab 106. Ab 106. Hey, kiffen doch, oder? Hier Liebe und Krieg ab 107. Und vier Spieler, glaube ich, auch einmal. Ja, 106. 106! Die sind doch alle bescheuert. Schattenreich, was ist denn Schattenreich? Klingt cool. Ja, das haben sich ja Leute Legenden-PvP gewünscht. Dann machen wir mal Legenden-PvP! Nicht wahr? Nicht wahr. Den Batman, den spielt fast jeder, wa? St. Walker vielleicht? Oh, Guy Gardner. Das wäre schön. Machen wir Harlequin. Harlequin! Wieder dein Unterschlupf. Naja, welchen wohl? Ich bitte euch. Meint ihr das ernst? So, ich habe ein paar Feeds gesammelt und habe dadurch meine zweite Weapon Mastery jetzt. Ah, noch nicht beide zweiten Weapon Masteries. Also ich habe zwar schon... so viel wie möglich gemacht, aber ein Fähigkeitspunkt fehlt mir noch. Ein Fertigkeitspunkt, sorry. Oder? Nein, er fehlt mir nicht mehr. So mag ich das. Achso, nein, das ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen werden. Wir werden in den Tresor hüpfen. Willkommen, willkommen alle miteinander in Jokers Raum für Spaß, Verwüstung und Preise. Was wird es wohl sein? Etwas, um deine Gegner platt zu machen? Oder bloß irgendein nutzloser Krempel? Wer weiß? Her mit dem Zaster und probier dein Glück. Achso, das hier wird übrigens, und hol dir die Preise. Kurz mal ab vom Let's Play sein, so einfach mal so ein paar Videos nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich die einfach schon als nächsten Folgen benenne. Keine Ahnung. Aber ich will, dass die heute schon rauskommen, die Folgen, deswegen. Ich würde euch ja gerne was vom War of the Light Part 2 zeigen, aber ist leider kaum was zu zeigen für mich. Für andere, ja? Für mich? Nein. Ja, nein. Ja, nein. War of the Light Part 2 ist ja auch mehr so eine Option für die Leute, die Amazon Fury nicht mochten. Dann einfach, das. Anstatt Amazon Fury sich War of the Light Part 2 zu holen und trotzdem wieder High Level zu werden. Ja. So ist das. So, Prestigepunkte fehlen uns ja nur noch. Nur noch. Ja. Fehlen uns nur noch 75.000 dann. Habe ich irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Nö. Oh ja, mein Inventar ist auch recht leer. Hey, Scharfschützenhandschuhe. Nicht gesammelt. Den habe ich schon. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Jo, hier, ich bin ein bisschen am Exo-Bits nebenbei sammeln, weil die kann man immer brauchen.
Und ja, dann würde ich... Ja, Schattenreich 1 gegen 1. Interesting, interesting. Wir werden sehen, was es ist. Ich finde das hochspannend gerade. Die meisten von euch werden es ja kennen. Ich bin Batman. Ah, kenne ich schon. Ne? Na doch, kenne ich auch schon. Ne? Ist nichts Neues. So viel kann ich sagen. Ich will raus hier. Wir klauen unsere Jobs. Wir klauen unsere Jobs. Sag ich doch. Den modernen Batman hat einfach jeder und deswegen ist langweilig. Ist doch der moderne Batman, oder? Ja, sieht so aus. Nicht, dass er einen anderen Batman hat, dann bin ich sowieso gefickt. Oh, oh, hab's, hab's gleich. Wo, wo bin ich? Wo bin ich? Sie klauen unsere Jobs. Oh fuck, oh, den hat's erwischt, den hat's erwischt. Oh no, oh no, oh no. Alter, das muss ich ja voll erwischt haben. Oh, den hat's nicht erwischt. Ach, verfickte Scheiße. Ich hasse es. Weißt du, wenn es bei dir läuft, dann läuft es bei dir. Und wenn es bei dir nicht läuft, dann spielst du Scheiße einfach. Ist gerade immer... Alter, ist doch nicht dein Ernst gerade. Ich blockiere nichts da. Juckt den nicht! Juckt den nicht! Also meine Blocks jucken den nicht. Ich weiß nicht, Harley Quinn kann ich irgendwie nicht spielen. Auch wenn ich die mir extra ausgewählt habe, ich weiß. Wir werden gleich nochmal ein paar andere Legenden spielen. Ich habe einfach jetzt Lust auf Legenden auch. Wurde auch wieder gewünscht. Oh no, jetzt bin ich sowieso der Marsche. Ziel in Sicht. Systeme versagen. Oh, ist da nicht euer Ernst hier. Deine Mutter stinkt so nach Maggi, ey. Wie kann man so schlecht spielen? Mann, das ist doch nicht euer Ernst hier. Dann kriegt das hier vielleicht so einen extra Namen im Legenden-PvP-Folge. Schaden erlitten. Oh Mann. Ey, ich spiele so kacke. Das ist ja abnormal. Ey. Boah, wie kann man so noobig sein? Das ist doch nicht euer Ernst hier. Nee. Das geht doch schon wieder nicht an, ey. Wie kann ich so scheiße spielen? So eine Kacke. Boah. Reg mich auf, Alter. Der Timer war sowieso verloren. Aber für verlorene Runden kriegt man ja auch Cash. Inzwischen kriegst du ja so viel Cash, ich verstehe es gar nicht mehr. Ist so inflationär geworden hier alles. Status kritisch. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Beginne Kampf. Ja, anders können wir es nicht mehr machen. Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er? Ja, wo ist der Gegner? Wo ist der böse Gegner? Wo ist er? Ja, wo ist er? Hier ist er. Alter, ich kann die nicht blocken. Warum kann ich seine Angriffe nicht blocken? Kann mir das jemand sagen? Hat der jetzt eine höhere, weiß ich was, oder eine höhere Dings da, oder eine höhere Bums da, oder... Boah, ich hasse diesen Dreierangriff.
da hätte ich nicht blocken sollen. Das war meine eigene Schuld. Ja, ich hab verloren, ja, ich weiß. Ah, immer gern. Du hast verloren. Deine Mutter stinkt nach Magie. Ja, deine Mutter. Eure Schuld. So, dann machen wir hier nochmal eine Runde. Ne, Schattenreich. Ja, vielleicht Schattenreich, aber mit meinem anderen Charakter. Also. Hat der Kollege Handblaster? Ich brauche irgendjemand mit Handblaster, weil, ey, die Weapon Mastery, jedes Mal neu zu lernen, ist doch assi. Mega assi. Wie viel kostet denn so ein Typi? Ja, die kosten, glaube ich, 1000 oder so. Ich guck mal kurz. Dann könnten wir uns ja vielleicht mal einen gönnen. Nächsten Monat. Ja. 8000! Batman der Zukunft. Die sind billig. Na, vielleicht nicht nächstes Mal, sondern übernächstes Mal oder so. Ja, wen nehmen wir, du? Wer nickt das Beste? St. Walker, Batman. Batman ist schon krass gut, glaube ich. Ja, machen wir so hier. Ja, dann spielen wir ein paar Runden Legenden-PvP. Ist ja auch was Schönes, nicht? Oder auch nicht. Je nachdem, ob ihr schön findet oder nicht. Was seht ihr? Ich wüsste jetzt gern, wie viel hat so ein PvP-Match gemacht. Bringt das auch was für Prestige, wenn man verliert? Anscheinend nicht. Oder so wenig, dass ich nicht gemerkt habe. Am Schluss stand jetzt ein 787, das werde ich gleich mal nachprüfen, ob das weiterhin so ist, nach dem nächsten Match. Und ansonsten würde ich gerne mal gucken, wo waren die im Reaktorraum, wa? Der Reaktorraum war im Metaflügel. Dann war ich ja doch gerade eben richtig. Ich habe extra auch mal umgedreht. Ich so ein Vollidiot, ey. Die kriegt man doch hier, oder? Ja. Huntress. Huntress heißt Faustkampf, glaube ich. Boah. Hier, ey, übertreiben sie ja richtig. Klassischer Batman. Hat der Typ gerade den klassischen? Nee. Boah, der sieht ja geil aus. Oh, sieht der geil aus, Leute. Leute, sieht der geil aus. Boah, den hätte ich ja gerne, wa? 150? Das wären 150 Matches verlieren nur. Wenn die Leute endlich mal annehmen würden. Mann. Wonder Girl hätte ich auch Bock drauf, aber... Nee. Ich finde, die beiden sehen voll gleich aus. Wonder Girl, Supergirl ist für mich dasselbe. Auch wenn sie gar nichts miteinander zu tun haben. Also gar nichts vielleicht übertrieben war. Oh, I trust us, hi. Saint Valka. Den haben wir ja schon. Donna Troy. Weiß nicht, ob die so gut ist. Na, alles ist besser als das, was wir eben hatten hier mit der ollen, blöden Harley. Wahrscheinlich kannst du die Zehner sonst wohin stecken. Naja. Naja. Bane ist bestimmt sehr tanky, das ist bestimmt gut zu spielen. Was macht denn der SMG hier?